Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin's, eure Jurassica Parker, mal wieder live aus Berlin und wir müssen über Covid-19 sprechen. Also ich hoffe, ihr haltet euch alle an die Hygienemaßnahmen, Abstandsregelungen, Mund-Nasen-Schutz etc. pp. Und wenn ihr denkt, ihr habt euch das Virus eingefangen, dann lasst euch bitte testen, damit ihr das nicht noch weiter verbreitet. Wir wollen ja irgendwann mal die Pandemie auch im Griff bekommen. So, neulich, da war ich unter Leute, da war ich im Supermarkt, ja, und ganz viele Menschen um mich herum, es wuselte sehr und ich fühlte mich dann so kränklich. Und dachte so, scheiße, habe ich jetzt mir Covid-19 eingehandelt? Naja, aber es war halt auch schon nach 19 Uhr, da war halt mein Hausarzt jetzt auch nicht mehr aufgehabt zum Test machen, ist ja auch immer so eine Sache. Da habe ich mir was ausgedacht. Ich habe gesagt, selbst ist die Frau. Und habe mir einen Selbstschnelltest ausgedacht. Und zwar, ein Symptom ist ja auch bei Covid-19, dass man halt nicht mehr gut riechen kann. So. Und da dachte ich mir, nehme ich mir einfach ein Glas Rotwein und dann rieche ich erstmal dran, ob ich das noch riechen kann. Warte mal. Ja, also trocken, vollmundig und auch geil. Aber wem das nicht genug ist, natürlich sind auch die Geschmacksnerven von Covid-19 beeinträchtigt. Deshalb muss man auch einfach mal die Geschmacksnerven testen. Oh. Ja. Bin mir jetzt noch gar nicht so sicher. Kleinen Moment. Ja, ich schmecke was. Also eindeutig, ich bin Covid-19 negativ getestet. Ach, Göttin sei Dank. So, ihr könnt das natürlich mehrmals wiederholen, wie ihr gerade schon gesehen habt. Immer wenn ihr leichte Verdachtsmomente habt, ihr könntet positiv sein, Pulle Wein auf und erstmal Geruchs- und Geschmackstest. Und so ein Wein wird ja auch nicht schlecht. So, ich habe mich gestern Abend, weil das war so ein unsicherer Abend, da habe ich mich gestern fast 50 Mal getestet, einfach so, weil ich war mir wirklich unsicher. Und ich bin heute Morgen, Gott sei Dank, negativ, ich bin heute Morgen dann aber aufgewacht und mir ging es gar nicht so gut. Also so Kopfschmerzen, ich fühlte mich sehr matt, hatte gar keine Lust aufzustehen, dachte ich so, scheiße, vielleicht habe ich jetzt doch dieses Covid-19. Habe ich mich heute Morgen also erst mehrmals nochmal getestet. Und keine Sorge, ich bin negativ. So, jetzt wisst ihr, dass Geschmacksknospen und Riechzapfen wahnsinnig ausgefuchste Dinger sind. Und die gewöhnen sich ja auch schnell an Geschmäcker. Deshalb, zur Sicherheit, zum Rotweintest empfehle ich euch immer auch noch einen kleinen Whisky-Test zu machen. Weil dann das bringen dann die ganzen Nervenenden völlig durcheinander und können euch gar nicht mehr behumsen, weil sie sich halt nicht dran gewöhnen können an die Geschmäcker und Gerüche. Finde ich eine ganz patente Idee. Deshalb 2021 kann kommen. Bis dann, bye! Kunst kostet Kraft und Haarspray und vielleicht möchtest du mir auf PayPal eine kleine Wertschätzung dalassen, da würde ich mich sehr freuen. Sharing is caring.